Ich denke mal, Ogun genießt unseren YOLO Day. Gell? Sehr gut. Aber ich genieße den YOLO Day auch. Ein YOLO Day mit Happy Feet. Nein, nein, wir möchten kein Mojito. Wir möchten auch kein Sangria. Die Chinesin hat jetzt endlich ihr nächstes Opfer gefunden. Wie oft war die hier? Gefühlt 37 Mal oder so? Ja, die Kolleginnen waren auch oft da. Sie haben uns angesprochen, gefühlt 58 Mal. Und ich habe einmal den Fehler gemacht und habe gesagt, no. Zack, kam gleich die Antwort, why no? Also am besten Null-Energie-Strategie, null Energie hingeben, gar nichts antworten, einfach weiterziehen lassen. Ja, vorhin ist die eine mit einer Tüte ans Wasser gerannt, hat die Tüte mit Wasser gefüllt und ist wieder zurückgerannt. Also hat sie mit dem Meerwasser dann anscheinend das Öl wieder abgewaschen oder abgewischt. Ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Die landet jetzt im YouTube. Hat sie gerade Pech gehabt, gell, Tatlum? Ich bin mal gespannt, ob sie nach getaner Arbeit ihre Hände waschen. Wie sie das händeln. Ja. So, wir haben das auch so verstanden eben, dass die eine keine 5 Euro Wechselgeld hatte. Und dann haben die sich arrangiert, ja, dann mach halt meine Füße auf. Oder so irgendwas. Oder umgekehrt? Habe ich falsch verstanden? Jedenfalls wissen wir es nicht genau, aber ich beobachte jetzt mal hier, wie gut die massiert. Und ob sie am Ende Hände wäscht. Das wäre jetzt mal interessant, gell? Oder wie sie das sauber bekommt wieder. Und interessant ist auch, wie lange dauert so eine Massage. Haben wir auf die Uhr geschaut? Das sind jetzt vielleicht so 2-3 Minuten, gell? 14.35 Uhr ist jetzt. Der Wind ist übrigens jetzt auch etwas stärker geworden. Noch im grünen Bereich alles. Es ist kein nerviger, starker Wind, sondern angenehm. Eine angenehme Brise. Als ich No gesagt habe, muss ich nochmal die Kamera umdrehen. Als ich No gesagt habe, hat sie erstmal was geantwortet. Irgendwas mit. Hey, was hat die geantwortet nochmal? Why No. Das war das zweite. Da hat sie davor noch irgendwas gesagt. Irgendwas. Massage oder was? Irgendwas mit ja. Irgendwas mit alles gut oder so. Muy bien, hat sie gesagt. Ja, sie hat gesagt, muy bien. Erst muy bien, dann why no. Normal hätte ich ja aufzählen müssen, meine 1000 Gründe. Die wäre nie wiedergekommen. In meine Nähe. Wenn ich irgendwo abgekaut hätte, gell? Versteht doch eh nicht alles. Versteht eh nicht alles, hast recht. Aber die hat ihre Strategie schlau gemacht. Guck mal, die hat so Leggings an. Und damit bleibt der Sand nicht an ihren Beinen kleben. Die versteht was von ihrem Kunsthandwerk. Vom Geschäft. Möwe müsste man sein. Könnte man durch die Lüfte segeln.
Wie cool. Da kommt sie wieder. Ah, voll schnell eben gewesen. Wie weit ist die Massage? Ja. Ich glaube, die macht das schon gut, aber also von der Technik her, mit den Ellbogen und so, das ist schon Engagement, ne? Ja, ich glaube, jetzt ist vorbei. Es war so eine Ganzkörper. Oder erstmal umdrehen. Die Vorderseite. Irgendwas macht die mit der Flasche noch. Ach so, da ist Öl drin. Das Bratfett. Ja. Jetzt muss erstmal der Sand runtergeklopft werden, gell? Sand weg. Ja, da ist Öl drin. Aha. Das Meer wird immer wilder. Die Rückenseite hat sie jetzt in circa 15 Minuten gemacht. Was hat sie jetzt gegeben? So 20 Euro. Und wie viel Uhr haben wir jetzt? Guck mal auf die Uhr. 15.04 Uhr. Ach so, das ging jetzt eine halbe Stunde. Gell? Halbe Stunde ist es gegangen. Jetzt muss die halt noch ihre Utensilien sauber machen. Also sollte sie vielleicht mal. Jetzt geht es erstmal weiter. Oder vielleicht geht es auch ans Waschbecken. An die Dusche oder so. Bakbaka, Bika, Edelim Bakalum. Nee, die geht nirgends. Ich glaube, die geht einfach zur nächsten. Oder? Also, wenn sie jetzt Richtung Waschbecken, ich sag's wieder Waschbecken, wenn sie Richtung Dusche gehen würde, müsste sie nach links laufen. Sie läuft aber nicht nach links. Also, unsere Vermutung, Tatlum. Ich glaube, unsere Vermutung, unser Verdacht hat sich bestätigt, oder? Nee, du suchst schon neue Kunden. Also die da ist nichts mit waschen. Deswegen würde ich auch überhaupt nichts machen lassen, weil ich sehe das nicht ein, dass da irgendjemand passiert wird und dann die Hände nicht sauber gemacht, dann geht es schon zum nächsten Kunden. Weil zum Schluss gab es nämlich noch eine Fußmassage. Nee, nee, ich mach das lieber im Hotel, wenn ich mich massieren lasse. Dann gehe ich ins Hotel oder in deine Massagestudio und mach's dort. Da werde ich dann schön eingewickelt, das mit Frier, schön zugedeckt mit einem Handtuch. Dann ist alles schön mollig warm. Hier ist auch die Sonne warm, aber trotzdem, sauber ist es nicht. Sauber ist es nicht wirklich. Jetzt wird es immer stürmischer. Jetzt gehe ich nochmal im Stürmischen ins Wasser. Wow! Jetzt ist das ein bisschen stürmischer als vorhin.
Das Wasser ist so schön warm. Man kann einfach reingehen. Das ist so schön. Jetzt spritzt auch schon wieder. Sobald eine Welle kommt, dreht sich die Kamera um. Obwohl mein Finger nicht auf dem Display ist. Salzwasser kann das Display betätigen. Schön. Oh, das macht aber Spaß. Ach, das Wasser ist so schön warm. Es streichelt immer noch meine Haut. Oh. Egal wie stürmisch. Wenn ich hier rausgehe, dann kann es sein, dass ich ein bisschen friere. Weil es halt windig ist, aber sonst ist es perfekt. Wusch. Boah, ich liebe das Meer einfach.
Wow, die Möwen. Die warten wahrscheinlich auf Futter. Auf Fische. Doch gar nichts. Oh, jetzt kommen noch welche. Die eine ist abgehauen, eine neue ist angekommen. Die ganze Zeit zauste. Hast du gesehen, wie die Möwe abgehauen ist? Ja, die Alpha-Möwe war das.